Die türkischen Zuschauer, 25.000 sind hier und alle können sich auf der Leinwand hier im Stadion sehen und daran erfreuen. Und wie hieß es in der zweiten Strophe? O Halbmond, ewig sieggewohnt, scheine uns freundlich und schenke uns Frieden und Glück. So soll es sein für das türkische Team. Rom hat sein 66. Länderspiel. Damit ist er ganz weit vorne in der portugiesischen Auswahl. Bahia, der Torhüter, hat noch ein paar mehr. Also 25.000 türkische Fans hier, 12.000 Portugiesen und ich bin mir sicher, fast alle der 2 Millionen Türken in Deutschland sitzen heute vor dem Fernseher, um ihre türkische Mannschaft anzufeuern. Deshalb ein herzliches Merhaba Sevgili Türk, Dost Larimüs, Hoş Geldiniz. Und hier ist die Aufstellung, da gibt es ein paar Überraschungen bei der türkischen Mannschaft. Zwei Veränderungen gegenüber dem Spiel gegen Belgien. Noch defensiver eingestellt, denn Hakan Ünsal ist in die Mannschaft gekommen mit der Nummer 20 und Nummer 16 Ergün. Die linke Seite im Mittelfeld und in der Abwehr ist damit noch